Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim mit eurem Allison Burger. Wir befinden uns hier momentan in Labyrinthion und ja, ich weiß, als wir das letzte Mal gespielt haben, befanden wir uns noch bei mir zu Hause. Warum sind wir auf einmal hier? Eine ganz einfache Geschichte. Ja, vor 3 Tagen habe ich schon mal versucht aufzunehmen Skyrim, habe ein bisschen was gezockt und ja, nach den ersten 2 Minuten beim letzten Mal ist dann abgestürzt. Da hatten die dann keinen Bock mehr offensichtlich. Shit, jetzt fangen die gleich wieder an zu quatschen. Ich kann es nicht fassen, dass wir das tun. Könnt ihr euch ihren Gesichtsausdruck vorstellen, wenn wir zurückkommen? Erstmal zuhören, ne? Ihr scheint ja fest davon überzeugt zu sein, dass wir da drin was Nützliches finden werden. Angesichts der Geschichte dieses Ortes ist es mehr als wahrscheinlich, dass hier noch immer große Macht vorhanden ist. Verzauberte Waffen, Bücher mit altem Wissen, Schalidors Geheimnisse. Wer wusste schon, was wir finden konnten? Und was, wenn da Dinge sind, die diesen Ort bewachen? Gegen 6 an der Akademie ausgebildete Magier? Ich glaube, wir werden keine Probleme haben. Genau, das sehe ich auch so. Jetzt habe ich ganz vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall, das hat ja nicht ganz funktioniert. Nach 17 Minuten hat es dann wieder angefangen abzuspacken, hat es dann wieder aufgehängt. Das fand ich dann recht nicht cool. Und das dann direkt in der ersten Folge, die ich an dem Tag aufgenommen hatte, hatte ich dann echt keinen Bock mehr, da weiterzumachen. Hätte ich am liebsten mein Handy nehmen können und es in den Bildschirm schmeißen. Hoch. Dann habe ich gerade Damage bekommen. Ich finde es unglaublich. Und dann habe ich gesagt, da habe ich keinen Bock drauf, habe ich einfach aufgehört. Und ja, deswegen sind ein paar Tage jetzt lang keine Skyrim-Folgen gekommen. Ja, ich habe immer das Gefühl, mit jedem Update, das rauskommt, zwingt Skyrim meinen PC hier mehr in die Knie. Und inzwischen sind wir schon so sehr in der Hocke, da geht langsam nicht mehr weiter. Und so langsam wird mein PC hier das Ganze echt nicht mehr standhalten. Ich bin froh, wenn ich meinen neuen Rechner habe. Also momentan spiele ich schon mit Laptop hier. Mach seit fast 500 Folgen, mach seit fast 500 Videos, die Allison Burger, nur mit einem Laptop, hab das gehalten. Also warum, wenn wir die 195. Folge jetzt auch noch hinbekommen, irgendwie bis zur 200. und dann gucken wir mal weiter. Ich weiß, wir sind jetzt in der 95. Folge. Es wird die 196. kommen, 197, 198, 199 und dann kommt das Spezielle daran. Dann wird eine 199,5-Folge kommen. Warum? Nein, ich mache hier nicht Gronkh nach. Der hat ja auch irgendwann mal vor der 1000 sind 999,999 irgendwas gemacht. Nein, bei mir hat das ganz einfach den Grund. In meiner Playlist befinden sich momentan 194 Videos. Das heißt, wenn ihr gerade die 195. Folge guckt, befinden sich dort nur 194 Videos. Warum? Irgendwann, als ich mal was hochgeladen habe, habe ich mal ein Video gedacht, ich hätte es hochgeladen, habe es aber nicht gemacht und habe es dann blöderweise gelöscht. So fehlt meiner Playlist dann einer und da ich am Ende dann irgendwie genau auf 200 kommen möchte oder euch dafür auch entschädigen möchte, gibt es dann halt immer eine 199,5. So, jetzt haben wir genug gequatscht, 3,5 Minuten ungefähr. So, gucken wir mal, was uns hier in Labyrinthion erwartet. Ne? Also ich bin jetzt hier nur nach Labyrinthion gereist, wir machen die die Akademie-Quest weiter, wie man aus dem Gespräch von hier schon entnehmen konnte. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht anzuwenden, ne? Ach ja, draußen auf dem Gelände kann ich euch später noch was zeigen. Wir haben da eigentlich nur 2 Eistroller schon erledigt, die uns ein bisschen auf den Sack gegangen sind, aber die waren... Ne, 3 haben wir sogar erledigt. Aber die waren kein Problem eigentlich. Das war alles easy. Und gerade eben, also die 195. Folge habe ich jetzt schon mal gute Gedanken, dass wir die hinbekommen. Denn, ja, die Fraps-Anzahl, Ping sieht gut aus. Ja. Ich habe zwar nur 120er Ping, aber das reicht. Boah. Ich freue mich schon, wenn mein neuer PC so richtig abgehen wird hier. Da freue ich mich ja schon so richtig drauf. Ah, hier erwarten uns schon wieder die Kollegen. Ja, in der Tat. So, hier scheint gleich einen dicken Battle zu geben. Und damit wir nicht gleich wieder das Gelaber da anhören müssen, speichern wir hier einfach mal. So. Falls es wieder mal was abschmiert, hätten wir da quasi, ja. Ja, eine Absicherung. Ah, das ist also ein Magic Door.
Oh. Wir sollten uns die Fähigkeiten dieses Tores zur Hand machen. Tja, der Kollege wird hier leider nicht reinkommen. Das ist jetzt wohl vielleicht ein bisschen die nervige Variante. Aber hey, wir werden nicht drauf gehen. Aber ich kann ja mal gucken, ob wir nicht noch ein bisschen stärkere Pfeile haben, ne? Ich meine momentan... Ja, wir hatten da Etriche hier. Die machen etwas mehr Damage. Aber ich glaube dann... Nee, bei den Zwergenbolzen, nee, kann ich nicht nehmen. Haben wir ansonsten keine Pfeile mehr hier? Ah, die Etrichen will ich dafür eigentlich nicht verschwenden. Die sind dafür eigentlich doch zu wertvoll. Oh, der kann ja doch ein bisschen Feuer spucken, beziehungsweise Eis. Warum sagt mir das denn keiner? So, der Kollege Drache ist ja fast down. Mai, oh mai. Naja, das ist wenigstens... shit. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ist er jetzt tot? Scheint so, ne? Boah, da wäre ich fast ins Gitter reingelaufen. So, jetzt können wir da auch rausgehen. Der Drache ist tot. Wir haben noch ein paar Gegner, billige Gegner hier. Okay, billig ist gut. Komm her, Kollege. So, Kollege, das war's dann für dich auch jetzt. Oh, hat ja ganz gut geklappt hier mit dem Drachen, ne? Hat zwar ein bisschen gedauert. Boah, 5 Drachenknochen. Uiuiui. Mai, oh mai. Hat Gott aber hier was gegeben. Ach, guck mal, die haben alle Seelensteine hier dabei. Oder zumindest der eine. Dann lohnt sich doch bestimmt auch, wenn man die anderen reingucken. Naja, okay. Haben wir wohl einen Glückstreffer gelandet. Aber was soll's? Was soll's? Schön große Halle hier, ne? Was aber... Skelett. Ein Eisenbarren hat er dabei gehabt. Ja, was die Skelette von heutzutage alles dabei haben. Krass, krass. Haben wir Nahkampfwaffen dabei? Was haben wir denn gerade überhaupt für eine Rüstung an? Gucken wir mal so rum. Ebenerz, 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 Ebenerz. Okay, wir sind also vollgepackt mit Ebenerz. Mache ich jetzt mal so. Wir sind knapp. Ruhm und Ehre der tapferen Stadt Brumjunor. Dieser Mauern sollen immer stehen. Mögen die Feinde ihre Majestät sehen. Mögen sie erzittern, wenn sie sie erblicken. Es ist zu spät. Es ist nicht genug von ihm übrig, um später noch einmal hineinzugehen. Bei den Göttern, was haben wir getan? Wir können nicht zurück. Wir können genauso gut weitergehen. Es ist noch zu schaffen. Savos hat recht. Wir können es schaffen, wenn wir nur wachsam bleiben. Komisch, die waren nochmal zu sechst, oder? Also, da haben jetzt gerade 2 gefehlt. Gucken wir mal, was wir im Abgrund finden werden. Bin ich jetzt aber selber sehr gespannt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Boah, ich bin froh, wenn wir den Stab des Magnus haben. Savos Aren, das ist doch der Erzmagier, oder?
Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt. Naja, gut. Naja. Mal gucken, wie viele ich schaffe, heute aufzunehmen. Also ich hatte vor, auf jeden Fall noch in dieser Woche die 200. Folge zu machen. Da werde ich mir einen Kollegen dazu holen. Den kennt man vielleicht auch aus Minecraft Season 2, der Tristan. Der wird mir bei dem Commentary ein bisschen helfen. Das wird nämlich diesmal ein Commentary. Da werden wir eine kleine Theorie überprüfen. Das habe ich aber schon mal angekündigt. Und ja. Da gucken wir mal, ob das hinhauen wird oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich weiß es selber noch nicht. Verdammt, das Zeug hat mir gerade eine Menge Magika gezogen. Ja, ich krieg Damage, wenn ich da... Boah, das macht mich aber kacke langsam hier. Boah. Ich glaube, wir müssen gleich einmal neu laden hier. Boah, das überleben wir nicht. Boah, ich kann nichts machen. Boah. Boah, scheiße. Was war das denn? Hoho. Mein lieber Scholli. Mein lieber Scholli. Meine Güte. Oh, das wird jetzt ein harter Kampf hier. Also da wurde ich gerade schneller platt gemacht, als es mir eigentlich lieb war. Ohne Spaß. So, Kollege. Na komm. Jetzt ist er da. Kommt gar nicht in Frage, dass so zwei blöde Eisteile da in uns drin stecken. Ich fasse es ja wohl nicht. Kommt gar nicht in die Tüte. Kommt da jetzt noch einer raus? Ich hoffe mal nicht. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das ist interessant. Gut, weiter geht's. Guck mal, da unten steht doch schon einer. Das sehe ich doch von hier. Was labert der da eigentlich immer? Wer hat denn da auf mich geschossen? Da ist der Kollege. Ja, so mache ich dich doch gerne platt. Oh. Da hätte ich kommen sehen müssen. Guck mal, Kollege, das wirst du nicht lange aushalten. Oh, shit. Uiuiui, wo es hier wohl hingeht? Ich gehe erstmal hier hinten gucken. Okay. Der kann aber auch diesmal was aushalten. Das ist ja erstaunlich, ey. Das ist ja fast so, als ob mein Ding hier kaum Schaden macht, ey. Das ist ja krass. Ach du Scheiße. Na, bin ich jetzt mal gespannt, wann ich da wieder drauf gehen werde.
Komm her. Gutti, Gutti, Gutti. Ah, oh, jetzt habe ich den ganz aus getötet. Hier, komm. Oh. Habe ich gerade keinen Damage bekommen. Auch gut. Gleichgewicht? Was ist denn Gleichgewicht? Flammen. Wandelt 25 Gesundheitspunkte Magika um. Der Zaubernde kann durch diesen Effekt getötet werden. Hm. Cool. Coole Sache. Truhe, was gibst du mir Schönes? So, so. Das war's hier aber auch schon. Ja, die Truhe ist schon offen, so. Die Tür hat uns glücklicherweise keinen Damage gezogen. Haben wir wohl ein bisschen Glück gehabt dabei. So, offensichtlich geht's hier weiter. Ihr antwortet nicht. Muss ich eure gutturale Sprache sprechen? Da. Verdammt, die können alle diese komischen Schreie da. Das ist nicht gut. Komm her, Kollege. Zum Glück kann man hier auf Fernkampf setzen. Da können wir mir nicht ganz so viel Damage machen. Also unsere Fernkampffähigkeiten sollten wir doch noch zu unserem Vorteil nutzen. Ich hoffe, ich versau's mir damit jetzt nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier unten finden. Okay, offensichtlich wird das der richtige Weg sein. Oder waren das Zwergenbolzen? Gib mir. Boah, ich bin irgendwie gerade ein bisschen nervös. Seid ihr zurückgekehrt, Aran, mein alter Freund? Ich gehe einfach mal hinein, aber wir sind leider nicht Zavos Aran. Da muss ich den Kerl ein bisschen enttäuschen. Ach ja, stimmt, wir können eine neue Stufe noch aufsteigen. Ha, ich Dümmerchen. Ich Trottel. Eieiei. Unverständlich, warum ich sowas nicht mache. Das machen wir jetzt auch erstmal sofort. So. Neue Stufe. Gib mir. Gesundheit. Ja, natürlich setze ich auf Gesundheit. Und da wir gerade ein bisschen am Bogenschießen sind, Was haben wir hier? Ja, den kann ich ja nicht machen. Was ist noch interessant? Ich muss mal gerade gucken, hier Schmiedekunst. Habe ich ja noch was in Erinnerung gehabt hier. Machen wir erstmal ein bisschen Schmiedekunst, ne? Das kann man immer gebrauchen. Verstärkte Rüstung kann Schuppenrüstung und Stahlplattenrüstung in Schmieden. Ja, das hört sich doch gut an. Schuppenrüstungen. Sowas würde ich aber gerne machen hier. Boah, ich bin schon echt gespannt hier. Haben wir auch alles gemacht? Ja. Tja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist jetzt ein guter Punkt, um einen kleinen Cut zu machen. Ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass ich jetzt nicht von meinem Haus ausgeschaltet habe. Aber, ja. Es sei drum, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim mit eurem Allison Burger. Tschüss!